Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar Optionshandel mit System in jeder Marktlage. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Das ist ein neues Format, ein neues Webinar hier bei FXLED und das machen wir zusammen mit Markus Runau und Thorsten Eberhardt. Ich freue mich sehr, dass wir hier zwei Optionsexperten dabei haben und die mit uns dieses Event veranstalten. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich dafür interessieren und heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Und wir schauen uns den Risikohinweis an. Grundsätzlich dient dieses Webinar nur zu Schulungsinformationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Hier in dem Risikohinweis, in dem Text sind auch noch CFDs erwähnt, wird heute wahrscheinlich weniger ein Thema sein, aber nichtsdestotrotz an der Stelle hier als Broker erwähnt sein. Gut, also ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf das Webinar und übergebe jetzt den Bildschirm an den Markus, denn die Herrschaften werden sich natürlich auch selber vorstellen. Viel Spaß! So, ich wechsle bloß nochmal, wenn er jetzt mal gleich soweit ist. So, jetzt sollte es doch ganz gut sichtbar sein. Ja. Genau, wir haben ja heute das Thema Optionshandel mit Systemen in jeder Marktlage. Thorsten und ich haben uns mal so kennengelernt und gesagt, naja, das wird sich ja mal ergänzen, dass wir da gemeinsam da im Prinzip auch was zusammen erklären können, weil wenn einer alleine das macht, ist schön, aber zusammen hat man einfach verschiedene Blickwinkel und das macht es, glaube ich, ein bisschen spannender. Das heißt, es sind vielleicht ein paar Folien dabei, die so bekannt sind, aber dadurch, dass Thorsten heute dabei ist, werden wir das auch ein bisschen hin und her machen. Und ganz wichtig, bitte viele Fragen stellen, dann ist es für alle wesentlich spannender. Genau. Gut, jetzt. Risikohinweis hatten wir gerade schon. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Also ich komme ja aus der Management-Ausbildung, hatte erst Naturwissenschaften gehabt und ja, ich bin so der Kopf hinter dem Trade-Scanner, da alles programmiert. Bin so ein bisschen Prozessfanatiker, will alles so einfach wie möglich irgendwie gestalten und meine Lieblingsstrategien sind einfach Cash-Secured Puts, Strangles und Aktien-Long. Genau. Und ich mache auch den Renditebrief. Und da sieht man von den Anzahl der Trades, wir sind jetzt bei 146. Drei waren mal nicht ganz so toll. Also ich glaube, ich verstehe ein gewisses Maß davon. Thorsten. Ja, mein Name ist Thorsten Eberhardt. Ja, war nett, den Kollegen Markus kennenlernen zu dürfen. Und gerade wenn ich seine Vita gelesen habe, dann sehe ich doch gewisse Gemeinsamkeiten. Ich bin ja auch aus der Industrie. Ich war auch beratend unterwegs mit Lean-Management-Aufgaben. Also von daher teilen wir wahrscheinlich auch unsere Mentalität, dass wir alles ein bisschen schlanker gerne aufstellen möchten. Das heißt, alles weg, was man nicht braucht. Ja, das ist auch der Weg, den ich bevorzuge. Ja, ich habe, wie gesagt, lange für eine Industrie gearbeitet, war auch in diversen Ländern unterwegs und auch teilweise gelebt. Und ja, irgendwann konnte ich dann auch mein Hobby zum Beruf machen. Das ist nämlich das Traden und das Investieren und ganz besonders der Optionshandel, der mir sehr, sehr liegt. Also da muss ich auch eine Lanze für brechen. Und das ist auch der Grund, warum ich mir diesen Slogan hier ausgedacht habe, dass ich den Optionshandel nämlich salonfähig machen möchte, weil ich finde, dass diese Nische viel zu nischig ist und dass die halt viel mehr Präsenz haben sollte. Und deshalb bin ich auch auf YouTube unterwegs und habe Options for Winners gegründet. Und zurzeit bei Options for Winners bieten wir halt einen Club an, ja, mit dem Ziel, durch den Optionshandel ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Genau, wir gehen heute mal so ganz grob durch, dass wir sagen, hier, was sind Optionen, was sind Optionsketten, warum sollte man die Option handeln, welche Werte überhaupt. Wir werden das ein bisschen im Dialog machen,
alles und dann, wie kann man da überhaupt Geld verdienen? Wirkt ja doch manchmal ein bisschen komplex, aber wie kann man es eben in einfach machen? Und dann wollen wir eben auch in das Praktische reingehen, dass wir tatsächlich für den heutigen Markt Empfehlungen, also schauen, was würde sich heute unter den Marktgegebenheiten anbieten. Genau, also erstmal, was sind Optionen? Der Put, das Recht, aber keine Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Das ist so eine Versicherung für den Aktienbesitzer, kann man sagen. Und der Call eben das Recht, aber keine Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Preis wieder zu kaufen. Und die Seite, die ich aber lieber einnehme, ist nämlich die Seite des Stillhalters. Und das ist die Gegenposition. Das heißt, ich werde dann der Versicherungsverkäufer. Und ich sage immer, ich verkaufe gerne Versicherungen, die kein Mensch gebrauchen kann. Genau, Optionsketten, die sind ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Punkte. Das brauchen wir hier so ein bisschen. Da mal auf der einen Seite Aber Markus, Bitcoin. vielleicht ohne dich jetzt häufiger unterbrechen zu wollen, aber vielleicht haben wir ja auch den ein oder anderen Anfänger unter uns, für den jetzt, sage ich mal, Optionshandel noch nicht so ein Begriff ist. Das mit dem Versicherungsmakler, das hört sich ja gut an und dass du jetzt sagst, du gehst mehr auf die Verkäuferseite, was man ja auch Stillhalter nennt. Aber was ist denn jetzt für dich dann der Mehrwert, dass du jetzt Versicherungsmakler Verkäufer bist. Ja, was hat das denn jetzt für einen Mehrwert für dich, dass du lieber Optionen verkaufst als kaufst? Die Wahrscheinlichkeit spricht einfach wesentlich häufiger für mich. Das heißt, wenn eine Option, die hat ja einen bestimmten Preis und die wird an einen bestimmten Strike-Preis gesetzt. Das heißt, wie hoch ist die Versicherung? Wenn eine Aktie jetzt bei $100 ist, kann ich zum Beispiel sagen, für $90 schreibe ich dann eine Versicherung. Wenn ich das andersrum mache, ich habe das aber hier auch in Folien dann noch vorbereitet, was eben, warum das so wichtig ist, in vier von oder in drei von vier Fällen gewinne ich eher als Versicherungsverkäufer, als dass ich drauf zahle. Das heißt, die Aktie, wenn die einfach nur, wenn ich die kaufe und ich kaufe einen Call und die steigt stark, dann kann ich verdienen. Wenn die aber nur mäßig läuft, dann habe ich Probleme mit dem Zeitwert und der Preis läuft gegen mich. Oder wenn die Aktie fällt, dann kann ich den ganzen Preis der Option verlieren. Ja, der definitiv. Ich meine, man muss von vornherein schon sagen, wenn man Optionen verkauft, bekommt man sofort die Prämie. Ja, das heißt, man hat sofort eine Prämie generiert, weil man eine Option dann zu einem bestimmten Preis verkauft. Das ist die Prämie und die erhält man dann wirklich sofort. Ja, das ist natürlich auch noch ist natürlich ganz, ganz angenehm. Und das ist ja auch das, was wir, du und ich und viele andere abzielen, dass man halt versucht, auch ein Einkommen zu generieren durch die regelmäßige Vereinnahmung der Prämien. Absolut, genau. Genau, und das hatte ich hier im Prinzip mal so dargestellt, dass du sagst, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, die zum Beispiel bei $131 ist, was passiert, wenn die Aktie fällt, wenn die gleich bleibt oder eben mit leichtem Gewinn oder mittlerem Gewinn ist. Und der Käufer, der hat nur Spaß, wenn es im Prinzip grün ist. Und gerade bei einer Option, bei einer Call-Option, muss es wirklich stark in die Richtung gehen, dass man Geld verdient. Und dann in den roten Fällen verdient der Stillhalter. Das heißt, man kann einfach dann sagen, okay, ich drehe den ganzen Spiel um und ich bin wie beim Roulette die Bank und verkaufe. Also so, deshalb habe ich auch extrem hohe Trefferquoten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es wird wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht sein. Ja, also die Trefferquote selbst, also also nehme ich natürlich auch als Kennzahl, aber nicht wesentlich. Also für mich ist immer Fokus, ehrlich gesagt, auf Rendite, Risiko. Ja, dann gucke ich mir natürlich auch die Trefferquote an. Genau, die Trefferquote alleine sagt nichts aus, sondern man will ja Geld verdienen damit. Genau. Genau. Aber es gerade für den Anfänger finde ich es halt gut, dass du sehr, sehr mit wenig Aufwand im Prinzip hohe Trefferquoten erreichst. Du kannst ja auch sehr gut an der Börse Geld verdienen mit ganz schlechten Trefferquoten. Aber das ist für einen Anfänger halt unglaublich schwer, was weiß ich, achtmal hintereinander auf die Nase zu kriegen, bis man mal einen guten Trade hat oder so. Ja, also man nennt ja auch das Verkaufen von Optionen, das sind ja auch High Probability Trades, also
wie der Name schon sagt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diese Trades. Das ist natürlich wirklich alles schön, aber man muss auch wirklich diese Brötchen dauerhaft sammeln, weil es kann auch mal sein, dass es nicht funktioniert. Und das ist das, was man natürlich dann auch managen muss, dass der Verlust, den man dann generiert, nicht die kompletten Prämien, die man vielleicht über einen längeren Zeitraum vereinnahmt hat, auffrisst. Ja, das ist dann auch wichtig. Ganz genau, ja. Genau. Dann von den Werten, ich weiß nicht, wie du siehst, aber da kriegt man ja doch relativ viele Werte. Also ich hatte das mal so bei mir durchgerechnet. Es sind so 5000 Werte, die vernünftig optionierbar sind in den USA. Und dann heute waren es irgendwie 1,1 Millionen Optionsketten. 1,5 kann es auch mal sein. Und dann allein Apple 5500. Und da dreht man ja fast durch, wenn man das alles von Hand raussuchen muss, oder? Ja. Bin ich bei dir. Genau, und dann, wir hatten ja auch das gerade noch gesehen hier mit diesen verschiedenen Griechen und so weiter und dann das Raussuchen, das kann schon sehr viel Zeit fressen und ich glaube, bei dir, dein Club ist ja genau dazu da, dass du den Leuten da beibringst, wie man da überhaupt rankommt, oder dass es nicht so kompliziert ist. Erzähl mal was. Ja, definitiv. Also du hast jetzt gerade schon die Griechen angesprochen. Die Griechen sind ja die Sensitivitätskennzahlen und das ist ja gut, dass wir diese haben, weil dann können wir natürlich auch in Anführungszeichen die Option besser analysieren. Also die wir uns raussuchen, weil da gibt es gute und da gibt es natürlich auch schlechte. Man muss wissen, wofür das steht. Das sind die Basics. Ja, ich sag's ja auch immer. Am Ende, wenn man Auto fährt, ja, da muss man vielleicht nicht mehr wissen, wie das ein oder andere funktioniert, aber schlussendlich macht man ja auch einen Führerschein und das halte ich auch für absolut sinnvoll. Ja, auch wenn man jetzt beispielsweise, da gehen wir ja später drauf ein, dein System, deinen Scanner hier nutzt, der ja sehr, sehr hilfreich ist, ja, ist natürlich eine Vorbildung, eine Ausbildung absolut notwendig. Ja, man soll immer wissen, was man macht. Ja, und das ist bei den Griechen besonders, weil die Griechen geben einem schon sehr, sehr viele Informationen darüber, ob das jetzt schlussendlich ein guter oder schlechter Trade wird. Weil, und da bist du bestimmt auch meiner Meinung, Markus, es liegt nicht nur an dem Underlying, also an dem Basiswert, den man raussucht, auf den man die Option tradet, sondern es liegt auch an der Option selbst, ob man schlussendlich Gewinner oder Verlierer wird. Weil selbst der beste Basiswert kann eine schlechte Option nicht kompensieren. Ja, genau. Und dann muss ich natürlich auch die Marktlage an sich noch mit reinsetzen und so. Es spielen ja ein paar Faktoren mit rein, die man einfach stur beachten muss. Ja. Und ich war immer erschrocken. In Amerika sieht man dann so manchmal so Videos von wegen, ja, und dann nehme ich hier diese Option und die schauen gar nicht den Chart an. Und ich denke mir so, wie geht denn das? Ich komme halt aus der technischen Analyse. Ich habe halt das gelernt, auch die Charts mir anzusehen und dann rauszusuchen, welche Werte passen denn besonders gut oder eben nicht. Und dann natürlich die Optionsketten. Ja, da gibt's aber auch den ein oder anderen hier in unserem Land, ja, der so denkt oder so handelt. Und das ist ja auch falsch. Ich meine, das mal ganz kurz auf die Griechen. Da gibt's ja dieses Delta. Ja, und dieses Delta sagt auf der einen Seite, zu wie viel partizipiere ich an der Kursentwicklung des Basiswertes, also beispielsweise an der Aktie. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man das natürlich auch nehmen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht doch nicht gut wird, ja, dass man in die Pflicht kommt als Verkäufer. Und da denken dann welche, ja, da nehme ich einfach ein Delta 10, das ist so oder so die Wahrscheinlichkeit nur bei 10%, dass ich verlustig werde, beziehungsweise dass ich in die Pflicht komme. Und dann wäre es okay. Und das stimmt natürlich nicht. Ja, das ist ja. Ja, genau. Das ist viel besser, wenn man das so ein bisschen ins gesamte Marktmodell reingeht. Und was ich halt oft gesehen hatte, ist, dass dann Leute sich Watchlisten teilen mit irgendwelchen impliziten Volatilitäten, suchen sich in Foren da die Vorschläge. Und das ist ja immer sehr, sehr schwierig. Ja? Und das, was ich total schwierig finde, ist, daraus überhaupt eine Handelsentscheidung zu machen. Und für mich wäre es wesentlich einfacher.
Ja, das ist natürlich immer die Frage, worauf man jetzt aus ist. Es gibt ja definitiv auch Leute, dazu zähle ich mich teilweise auch, die jetzt auch an so einer Komplexität eine Herausforderung sehen und die auch gerne mal das ein oder andere machen würden. Ja. Und das werden wir ja auch gleich bei dir sehen. Es gibt ja halt verschiedene Strategien. Ja, und diese Strategien, die kann man natürlich auch unterschiedlich einsetzen. Genau. Sieht noch jeder den Bildschirm, weil hier jemand gerade was gefragt hatte? Ja. Ja, ist da, okay. Gut. Genau, und dann eben, wie kann man das machen? Hier gerade das Thema Zeit. Zeit war so das Hauptthema bei mir, warum ich das hier gebaut habe, auch diesen Trade Scanner. Und für mich ist so dieses Ding, dass ich immer, ich brauche eine Struktur. Das heißt, ich habe hier die Gesamtmarkteinschätzung, die ich immer mache. Dann gehe ich in die Sektorenanalyse. Dann schaue ich, welche Einzelwerte sind dafür interessant. Gehe dann in das Einstiegssignal, suche dann die Optionskette. Und wenn man da sich so selber Scanner baut, dann stellt man fest, Mist, 80% haben gar keine vernünftigen Optionsketten. Also so, dass man auch Geld verdient, wie Thorsten gerade schon gesagt hatte. Und dann lege ich noch fundamental drauf. Und was mir noch immer wichtig ist, ist so das Open Interest. Wie gehst du vor, Thorsten? Ja, wir haben ja bei uns im Club auch eine Top-Kandidatenliste. Die Top-Kandidatenliste ist natürlich auch an gewisse Kriterien geknüpft. Und dann werden halt auch Werte, also Basiswerte, Aktien, ETFs angezeigt. Aber dann muss man trotzdem noch selber gucken. Ja, man kriegt jetzt das nicht servierfertig, sondern muss sich das noch in im Chart anschauen und dann halt überlegen, für welche Strategie dieses Underlying jetzt richtig wäre. Okay. Und nichtsdestotrotz, dieses, was du jetzt hier schreibst, Open Interest, Unterstützung und Widerstand, das ist natürlich schon, ich sag's mal so, die Edge, ja, teilweise, die viele gar nicht kennen, ja, und glauben auch, wenn sie das hören, das wäre vielleicht zu kompliziert, ist es aber nicht, wenn man es richtig aufbereitet hat. Ne? Genau, das ist relativ einfach, wenn man das dann sieht. Ja, genau, machen wir auch dann gleich im Praktischen. Ja. Und eben die Komplexität, das ist eben das ganze Thema, dass wir versuchen, das so einfach wie möglich zu gestalten. Klar brauche ich eine Ausbildung, aber dann, dass der Prozess einfach ist, das Aussuchen. Und klar, man kann das natürlich hier sich so grafisch aufarbeiten, aber das wird natürlich dann schon sehr unübersichtlich für die meisten Leute. Und deshalb habe ich eben versucht, wie kann man es eben einfacher machen. Und dann, welche Strategie nehme ich für welches Underlying, also für welche Aktie oder sowas? Das ist ja immer so eine Frage, dass man sich das genau aussucht. Und wo finde ich die Idee her? Ist es YouTube, sind es Bücher, sind es irgendwelche Gurus oder irgendwelche Seminare und so? Und dann, wann muss ich es wieder anpassen, wechseln? Das ist nämlich das Hauptthema, wo dann die Leute scheitern, dass sie im Prinzip ständig am Strategie hüpfen sind und gar nicht wissen, welche Strategie geht. Ich hatte das Wochenende mal mit einem gesprochen gehabt und da sind wir auf drei Punkte gekommen, die total wichtig sind. Ich brauche eine Sicherheit in dem, was ich tue. Da hilft natürlich eine Ausbildung extrem und natürlich das oft genug gemacht zu haben. Und dann, wie es Thorsten auch gerade gesagt hatte, ich muss täglich meine Brötchen da holen. Das heißt, es erfordert Disziplin, dass man das, was man macht, auch umsetzt. Und dann diese Konstanz. Das sind für mich so die wichtigsten Punkte und nicht das ständige Strategiewechseln und den Heiligen Gral, sondern den Prozess muss ich sauber haben, ja, aber dann im Prinzip immer das Gleiche machen. Das heißt, für mich ist das immer was Stinklangweiliges im Prinzip. Man macht immer jeden Tag das Gleiche, oder? Ja, wenn das Gleiche aber gleich gut beziehungsweise gleich rentabel ist, dann ist es ja genau richtig. Ja, ich meine, wir sehen es ja, manche langweilen sich, wenn sie bei Aldi reingehen, weil die Sachen immer an der gleichen Stelle stehen, ja. Andere, da gehören Leute wie du und ich natürlich dazu, die freuen sich, ja, weil sie ganz gezielt dann auf die Brötchentheke zugehen können, ja, und nicht lange suchen müssen, sondern von vornherein wissen, welchen Weg man zu gehen hat. Und da sage ich, langweilig ist negativ konnotiert. Ich nenne es lieber dann strukturiert. Ja. Ganz genau. Das sehe ich genauso. Aber erfolgreicher Börsenhandel ist relativ langweilig, weil es immer wieder das Gleiche ist.
Das heißt, wenn man dann Action sucht, dann lieber irgendwo im Freizeitpark, aber nicht an der Börse. Genau. Und dann hier, wie findet man in jeder Marktlage die richtige Strategie und die richtigen Werte? Also ich habe ja da so das Marktmodell entwickelt, wo ich dann sage, welcher Wert ist in welcher Phase drin, dass ich sofort sehe, okay, von den Sektoren her zum Beispiel, was eignet sich jetzt eher für die Long-Strategien, also Long steigende Kurse oder Short fallende Kurse oder wann kann ich auch Trendwenden erwarten? Und das ist im Marktmodell bei mir im TradeScanner sehr schön zu sehen. Du kannst das dann zum Beispiel dann so aufzeigen und sagen, hier, da habe ich Utilities, ist da interessant, oder Healthcare oder was auch immer. Da werden immer die richtigen Strategien gleich angezeigt. Also Markus, das ist ja das, was man bei dir sieht, wenn man den TradeScanner startet. Und da kann man halt auf Market Model klicken und dann sieht man das. Ganz genau. Also das können wir hier mal machen. Ja. Da habe ich hier mein Market Model. So schaut das aus, wenn man den gestartet hat. Und dann sehe ich hier zum Beispiel US-Sektor. Das ist jetzt hier live. Und dann sehe ich, ah ja, hier sind so ein paar Werte. Schauen wir mal XLC. Und dann sehe ich hier, ah ja, da sind verschiedene Strategien. Dann kann ich dann sofort reingehen und sehe die. Aber bleiben wir mal kurz in der Stadt. Also es ist relativ einfach gehalten, dass ich nicht groß denken muss. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Genau, und dann natürlich immer die Frage, wie positioniert man sich? Das hat man gerade schon gehabt. Und dann, ja, neulich hatte ich das so gesagt, hier SKS. Und dann ist der Markt auch massiv gefallen. Und heute können wir uns das auch nochmal anschauen. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Ich habe jetzt hier einfach mal den Agena Trader. Und was sehen wir? Wir haben jetzt hier so langfristig so einen Abwärtstrend gehabt. Aber was ich jetzt hier so erkenne, ist im Prinzip so, dass er mittlerweile doch relativ stark wieder ins Bullische reinschiebt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Thorsten. Ja, also bis Mittwoch sehe ich es auch noch so. Ich meine, heute wieder ein bisschen nach unten gegangen. Ja, man wird ein bisschen unruhig. Am Mittwoch haben wir ja die FED-Sitzung. Da sind wir ja Genau. alle gespannt, was da rauskommt. Und ja, die ganzen großen Werte, ne, die vier Big Tech-Werte, ne, Meta, Apple, Amazon und Google sind ja am Mittwoch und Donnerstag mit ihren Earnings dran. Da werden wir schon was sehen. Aber ich bin auch eher. Ja, also von der Charttechnik beziehungsweise vom allgemeinen Gemüt glaube ich mehr bullisch. Ja, genau. Gut, dann, wo sind wir? Ne, da sind wir nicht. Das wollte anfangen. Mal. Da sind wir. Genau, und dann eben Marktphasen, Branchenrotation. Aber das machen wir jetzt dann gleich mal im Praktischen, dass wir uns dann einfach mal so ein paar Werte raussuchen, oder? Wir sagen jetzt bullish, vielleicht nicht verkehrt. Gehen wir das mal durch. Also wir hatten jetzt gerade hier den XLC gehabt. Kommt jetzt gerade nichts. Aber wir finden definitiv so ein paar Werte. Gehe gerade mal mit ein paar Signalen zurück, wo man sagt, okay, das sind zum Beispiel ein paar Werte, zum Beispiel hier CMC, wo es Trade-Empfehlungen gibt. Also jetzt einfach mal Cash Secured Put. Wir gehen dann auch mal auf auf deine Lieblingsstrategien über, oder? Dass wir dann die Genau. Markus, vielleicht, das interessiert wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Du hast ja jetzt hier schon direkt servierfertig, fertig, ja, die Werte mit den Strategien. Wie sortiert jetzt dein Computer aus, dass jetzt hier CMC beispielsweise geeignet ist für Cash Secured Put? Was Okay, für gehen wir mal den. Kriterien da Ja. im Raum, ja? Also, manche machen ja das so, dass sie sagen: Okay, ich schaue mir hier einen Wert an und dann sage ich, welche Strategie eignet sich dafür. Ich habe es jetzt andersrum gemacht. Bei mir geht erstmal durch und ich suche nach Handelssignalen. Da spielt es dann, wenn ich, also wir unterscheiden hier immer zwischen Long, Short und neutrale Signale. Das heißt, wenn der Wert long ist, dann erwarte ich steigende Kurse. Das kann ich zum Beispiel handeln, indem ich sage, ich möchte eine Aktie
also Aktie direkt kaufen kann ich natürlich damit machen. Ich kann einen Cash Secured Put verkaufen, ich kann Bear Call verkaufen oder ich könnte auch einen Call zum Beispiel kaufen drauf. Das wäre alles long. Short, klar, dann verkaufe ich, da erwarte ich ja die fallenden Kurse. Genau. Das heißt, ich gehe erst durch, suche für jeden Wert, und da sind doch sehr, sehr viele Werte drin, welche Signale finde ich? Und wenn ich ein Signal habe, wird dann gesucht, welche Optionsstrategie passt dafür. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, dann wird erstmal geschaut, zum Beispiel bei den, ich habe ja hier die Griechen, zum Beispiel das Delta, dass ich sage, das muss zwischen 13 und 17 sein. Also das 13er heißt dann 13% ist dann die Wahrscheinlichkeit, mal ganz grob gesagt, eingebucht zu werden oder eben nicht. Und damit habe ich eben im Prinzip die Signale. Dann wird noch geschaut, ist der Bid-Ask-Spread in Ordnung? Das heißt, dass die wirklich liquide sind, die Optionen. Sonst bringt es ja einen auch nichts. Also wird dann ja sonst was angezeigt. Dann ein ganz wichtiges Thema, Earnings. Also, dass die Quartalszahlen kommen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich halte mich da gerne fern davon, weil ich da zu oft auf die Nase gekriegt habe. Ich mag das nicht so richtig, Werte über die Earnings zu halten. Das klappt viele, viele Male, aber ein paar Mal kriege ich dann auf die Nase. Und deshalb habe ich da so einen Button mir reingebaut, der immer aktiviert ist, der sagt, hier vermeide die Earnings. Ja, das habe ich ja auch in meiner Brot- und Butter-Strategie ist das natürlich auch ein Störfaktor, wenn die Earnings während der Laufzeit beziehungsweise zu Beginn der Laufzeit natürlich sind. Am Ende kann man sagen, könnte man die Earnings vielleicht noch drin haben, weil man ja sehr häufig frühzeitig schließt. Was ich jetzt hier auch sehe, da ist ja jetzt auch eine Spalte mit Expiration, das heißt, das ist der Verfall. Die Laufzeit hier, kann man die auch verändern? Klar, das nennt sich hier Days Range. Das heißt, wenn manche mögen ja dann eher den kürzerfristigen, dass ich dann sage, was weiß ich, 10 bis 30 Tage oder so, kann ich entweder hier diese Schiebe bewegen. Manchmal ist es ein bisschen, dann kann ich einfach sagen, hier 10 bis 30, klicke nochmal woanders hin und dann hat er der durch und schon hat er die Option 10 bis 30 Tage. Ich habe das absichtlich nicht mit Verfallstagen gemacht, dass ich nicht denken muss. Sonst muss ich ja mal schauen, welcher Verfallstag ist denn das? Und dann über die Zeiten, also hier zum Beispiel 17, weiß ich, okay, 17 Tage bis zum Verfall, Handelstage sind das dann. Das ist viel einfacher, finde ich, weil ich immer ähnliche Parameter nutze. Ja, und jetzt nochmal zu dem mit dem Avoid Earnings, also Earnings ausschließen. Ja, ich gebe dir auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite beispielsweise, wenn ich mir jetzt Amazon angucke, da haben wir bei der 4 Tage Laufzeit, also bis Freitag, eine IV, also eine implizite Volatilität von 96%. Ja, da bin ich aber auch mal ganz ehrlich, das juckt bei mir richtig in den Fingern. Ja, also da muss ich was machen, weil die Volatilität, ne, man nennt sie auch IV Crush, die Volatilität ist ja jetzt natürlich ein bisschen höher vor den Earnings. Und die Earnings von Amazon sind am Donnerstag, weil man ja noch ungewiss ist, was da reportiert wird. Ja, und da spiele ich aber auch nicht in Anführungszeichen dann mit dem Underlying, sondern mehr mit der Volatilität. Ja, das ist vielleicht eher Kategorie Zocken auf der einen Seite. Anderer Seite, wo ich das auch schon ein bisschen länger mache, ist das auch mehr oder weniger ein erfolgreiches Zocken. Ja, also ganz, ganz ausschließen darf man es nicht. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, wir wollen es langweilig halten. Ja, Markus, da gebe ich dir vollkommen recht. Dann sollte man die Earnings vermeiden. Ja, vielleicht baue ich auch noch mal so eine Earnings-Crush-Strategie rein, weil ich habe alle Daten auch. Wie sind die letzten Earnings gelaufen und wie hoch ist die Streuung dann gewesen und so? Dann kann man das ja bauen. Ich habe ja alle Daten. Ja, und Genau. das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne, dass du da wirklich alles hast. Und das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es ist ja, wie du ja gerade sagtest, du kannst es ja noch aufbauen. Ne? Du kannst ja jetzt auch beispielsweise, wir haben ja viele, die haben eine Trading GmbH gegründet. Ich war ja letzte Woche bei Riot und da sind ja schon viele, die auch mit Debit Spreads, ja, wo man mehr mit gekauften Optionen tradet drin. Ne? Das ist alles, was man natürlich hier. Wenn die Nachfrage wahrscheinlich groß ist, dass du es dann auch umsetzen könntest, ne? Ne, was heißt, umsetzen könntest? Also das nennt sich ja dann zum Beispiel Vertical Call Spread. Ja, super.
Also schon fertig. Ja, Gibt ja schon sehr gut. alles, dass es dann eben heißt, okay, du suchst hier, wann kaufst du eine Option, wann, wo ist die verkaufte, dass wie viel kostet dich das an Premium? Klar, das ist Gut. alles schon da, ja, in meinem Advanced-Bereich ist das. Oder was du hier so gerne handelst, in der GmbH sind dann zum Beispiel diese Bullput-Spreads. Das heißt, das sind dann natürlich sehr ähnliche Signale, wobei ich dann nochmal kontrollieren muss, eben, wo ist denn eine sinnvolle gekaufte Option darunter, so dass auch ein vernünftiges Theta, das heißt auch der Zeitwertverfall von beiden Optionen dann noch sinnvoll ist. Weil sonst bringt es ja auch Ja. nichts. Genau, und das wird hier automatisch getestet und geschaut und dann ist es schon gut. Und das, was wir eben gesagt hatten, hier diese Widerstand und Unterstützung, das sehe ich halt hier total im Chart, gell? Über diese roten Balken, das ist das Open Interest über die nächsten 60 Tage. Das ist Fangen wir ein. mal kurz an, wenn wir schon diese Grafik haben, weil das ist ja das, was man sich immer schön hier anschauen kann. Dann hast du unter den Kerzen hast du einerseits Pfeile und auch Striche, also Linien. Das heißt, ganz unten die Balken, das ist wahrscheinlich sind die Volumina, also das Volumen. Ja. Richtig, ja. Dann hast du wahrscheinlich EMAs drin, ne, nehme ich mal an. Einmal Also 200, 150, genau, wenn die genau, übereinander also sind, sage ich immer, ganz exponentielle grob ist es Gleichung. schon mal, ja. Dann Also ist es schon mal genau. sinnvoll ein Aufwärtstrend, so ganz grob, ja. Exponential Moving Average, also gleitender Durchschnitt, exponentieller gleitender Durchschnitt, ist da Und dann noch gibt es drin. natürlich auch noch das Thema Expected Move. Das heißt, was erwartet der Markt anhand der impliziten Volatilität an Bewegung? Aber lass jetzt noch mal bei den Balken bleiben, ja, die rot und grün sind, neben den Kerzen, also bei den Open Interest. Ja. Diese, gell? Ja. Ja, genau. Dann erzähl mal, was machst du damit? Was hat jetzt beispielsweise dieser grüne große Balken und dieser rote große Balken? Was sagt das jetzt hier aus? Genau, also die Balken sind immer dann so Statthalter von den nächsten Verfallsterminen. Das heißt, da kann man in die Trader Workstation oder sowas reingehen und da steht ja immer pro Verfallstag das Open Interest drin. Jetzt hier bei dem Wert gibt es jetzt nicht so viele Verfallstage. Das sind immer die senkrechten Striche. Wann sind die Verfallstermine? Wenn ich bei Such mal anderen. Apple raus. Such mal bitte Apple raus. Ja, genau, da gibt es wesentlich mehr Verfallstermine. Da sieht man, ups, da gibt es richtig, richtig viele. Da ist jeder Strich ein Verfallstermin. Ja. Und was ich da eben mache, ist, ich zähle tatsächlich hier live jeden Verfallstermin. Also, wie wenn man sagt, okay, hier habe ich einen 150er. Und dann wie viele Open Interest Stücke gibt es im 150er Kasten drin. Wie viele gibt es hier unten im 125er? Und beim 125er gibt es offensichtlich hier 52.000. Und dann kann man sich ableiten, okay, so ganz grob, ja, hier werden es um die 25.000 sein und hier auch. Weil es dann ungefähr die Hälfte ist. Viel genauer braucht man es dann nicht. Und das Wichtige ist eigentlich, dass ich, wenn ich Optionen raussuche, dass möglichst noch Unterstützung dann in meiner Richtung sind, wo das eben nicht getriggert wird. Also, long story short, wie ich es immer so gerne sage, also dieser grüne große Balken, das wäre jetzt für mich eine sehr gute Unterstützung, ja, wo ich dann halt auch sagen könnte, ja, da ist dann Ende im Gelände. Wenn das da noch drunter fällt, dann Prost Mahlzeit, ja. Genau, und hier sieht man noch diese gestrichelte Linie Ja. von oben nach unten, und das sind die Earnings. Dass ich dann sofort sehe, hoppala, holla die Waldfee, Vorsicht. Ja, auch am Donnerstag, genau. Ja. So, Ja, jetzt hast genau. du Expected Move gesagt. Das ist ja jetzt wahrscheinlich auch mit der Standardabweichung gerechnet. Die Genau, Expected von Move der selbst. Standardabweichung von jedem einzelnen Verfallstag. Ja. Also nicht nur, manche machen das ja, dass sie sagen, okay, wo ist jetzt die aktuelle implizite Volatilität und rechnen das hier raus für alle. Nee, ich mache es pro Verfallstag.
Genau, dass man das im Prinzip das leichter hat. Dann steht immer noch drin, was war der letzte Close-Termin und so. Ja. Also das müssen wir hier bei den richtigen Werten, wo es auch hier drin ist, da steht dann drin, wie viel Margin brauche ich. Also das ist die Formel, die auch FX Flat verwendet. Dann, was würde ich verdienen bezogen auf die eingesetzte Margin? Welcher Sektor ist das und so, das kann man halt dann alles durchgehen. Dann steht nochmal hier drin, was macht denn die Firma für die, die nicht so im Englischsprachigen sind? Ich empfehle da immer DeepL. Das macht immer das Leben einen total einfach. Haut man sich hier einmal rein, Sprache erkennen, Deutsch und schon hat man seine Übersetzung. Weil viel einfacher geht es ja kaum. Genau, und dann mache ich immer noch Ratings, das heißt, ich habe riesige Datenmengen, was die Fundamentaldaten angeht. Aber das Problem ist, wenn man jetzt hier Fundamentalfilter macht, das möchten gerne Leute machen, aber das wird so unübersichtlich und es bringt keinen großen Mehrwert. Das heißt, ich muss einfach nur wissen, A bis C ist wunderbar geeignet für Cash-Secured Puts oder für Long-Werte und D eher für Seitwärtsphasen und E und F dann für fallende Kurse. Ganz einfach. Also ich habe es mir da sehr einfach gemacht, aber es reicht auch völlig aus. Die Genau. Kurse, die du hast, die sind End of Day, richtig? Also Die sind alle End of Day, genau. Vortages-Schlusskurs, Genau. ne? Das heißt, man muss dann immer noch mal kurz zum Beispiel in die TWS reingehen und dann schauen, wie ist der Kurs tatsächlich und dann eben kleine Anpassungen machen an den Preis. Also wenn er nicht irgendwo in wenn er in die falsche Richtung geht oder so, kann ja durchaus sein. Aber das ist relativ einfach. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich gehe dann einfach in die TWS rein, schaue, wie weit ist der Kurs gegangen. Wenn hier das meine Idee ist und er ist schon deutlich drüber, dann suche ich mir einfach erstmal einen anderen Wert. Wenn er dann noch in dem Bereich ist oder hier am Fallen ist, dann kann ich teilweise abwarten, und das am nächsten Tag aufsetzen, wenn er dann kommt. Oder Ja. es passt halt genau. Also, aber das ist halt so ein bisschen Erfahrungsding, ja, dass man das lernt. Ist jetzt Ja. nichts Dramatisches, aber man muss es einfach ein paar Mal gemacht haben. Ja, also es ist, wenn man jetzt die Punkte durchgeht, ist es auf jeden Fall schnell sichtbar, was da gerade Sache ist. Definitiv. Nur die Sprache, ich sag's mal so, die Sprache muss man halt einfach lernen, ja. Also Sell Put, Buy Put, Strike, Delta, ne? Also das sind alles diese Begrifflichkeiten, die halt mit dem Optionshandel ja, unverzichtbar sind. Ne? Ja, absolut, klar. Aber das kriegt man auch relativ schön dann hin, oder? Wie Ja, lange dauert es ja. bei deinen Leuten, bis die dann ins Laufen kommen? Ich tippe mal auf 3 Monate, wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich komplett jungfräulich da in dieses Thema steigst. Die meisten haben ja schon gewisse Vorgeschichten, was Aktienhandel angeht. Also Börse ist ja nicht direkt ein Fremdwort. Und man muss sich halt, das ist ja das als Stillhalter, man muss sich halt in die andere Situation reinversetzen, dass man jetzt Short geht, ja, Short Put, Short Call, ne? Also dass man halt Verkäufer ist, ne? Das ist halt noch ein Prozess, da muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Genau, aber wenn du sagst, hier 3 Monate, bis du dann zum Laufen kommst, das ist eigentlich relativ schnell, gell? Weil dann kannst du ja sagen, yo, ich habe dann eine komplett neue Ausbildung und mit den richtigen Tools komme ich da schnell ins Gehen. Natürlich braucht man immer ein bisschen Erfahrung, aber man wird ja auch betreut, gell? Ja, und der Austausch unter Gleichgesinnten, ne, das ist halt auch wichtig, weil du bist jetzt schon ein bisschen länger dabei und ich auch. Dann ist es manchmal nicht verkehrt, wenn da gleich, also Leute auf dem gleichen Level sich mal austauschen, ne, weil wir an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich kein Problem sehen, wo andere ein Problem sehen. Andersrum, wir sehen ein Problem, weil wir die Lage wahrscheinlich anders analysieren können als Leute, die jetzt zu Beginn da sind. Ja. Das ist Ja, halt genau. eine Entwicklung, die man gehen muss. Ja, dieser rege Austausch untereinander. Ja, und dann halt jetzt hier, wie bei FX Flat, wenn man Fragen hat, dass man natürlich dann auch einen entsprechenden Service hat, der hilft. Ja, das ist ja auch ganz Absolut, wichtig. ja. Genau.
Wollen wir das Thema mal einfach mal praktisch angehen, hier so eine Ja, gerne. Whirlpool-Option zu machen oder dass du das mal hier übernimmst? Die Nicole fragt, ja, gibt es hier eine Probemöglichkeit? Absolut. Einfach mal hier registrieren bei tradescanner.com. Dann kann ich das mal freischalten für 14 Tage, dass man einfach das mal ein bisschen spielt. Also mir ist es auch wichtig hier, dass keine Abzocke oder sonst was, sondern dass es wirklich ein Tool, damit ihr länger dabei bleiben könnt. Es bringt mir nämlich gar nichts, wenn einer da was kauft und dann geht der pleite damit. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern das Wichtige ist, dass man hier was hat, wo Profis drüber geschaut haben, wo man schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Gewinne macht. Markus, jetzt habe ich eine Frage hier von Telegram bei mir bekommen, also von einem aus meinem Club. Er fragt, ob du Engländer bist, weil du alles auf Englisch hast. Ja, ich habe in Ja, man England hört es an der Stimme, studiert. dass du Engländer bist. Ne? Ja, aber also man kann den Block dann, wenn es heißt, dann hier zum Beispiel Fundamentaldaten oder so. Ja, scheiße, Ja. ich verstehe den Mist nicht oder sowas. Fundamentaldaten oder sowas, gell? Fundamental. Dann gibt es hier oftmals Fundamentaldaten erklärt. Also auch. Da steht dann das alles drin, was wichtig ist. Oder hier gibt es dann zum Beispiel auch die Tabellenüberschriften. Was hat dann da geschrieben? Was bedeutet denn das? Ist alles da. Also keine Sorge, es ist bloß meistens so, dass man, wenn man englische Fachliteratur und die meiste Optionsliteratur ist Englisch. Thorsten schreibt einfach zu wenig Bücher, offensichtlich. Ich habe dann damals bei meiner geht man Diplomarbeit diesen einen Block rein. draufgekriegt, weil ich mich zu wenig aufs Englische und auf österreichische Wissenschaftler studiert hatte. Und in Österreich gäbe es wohl keine Wissenschaft, hat man mir nach dem Diplom gesagt. Das hat ein paar Punkte abgegeben. Ja, da war wohl einer, der nicht so befreundet ist mit Österreich. Nee, aber Scherz beiseite. Eine Frage habe ich jetzt hier noch. Also jetzt mal allgemein. Wie gehst du denn jetzt vor? Er sagt jetzt von wegen, wir haben jetzt beispielsweise eine Seitwärtsphase aus seiner Perspektive, aber du hast ja hier auch bullische und bärische Strategien. Werden bei dir alle Strategien immer angezeigt? Das versteht er nicht. Also bei mir, nee, nicht ganz. Also ich habe, das ist ein bisschen so abhängig, was für Tage denn es gerade gibt. Gell? Also manchmal wundert man sich, dass fast gar nichts, zum Beispiel bärisch da ist, wenn der Tag zuvor gestiegen ist. War ja zum Beispiel. Und an anderen Tagen gibt es keine bullischen Strategien. Also als die Märkte so extrem gefallen sind, ist natürlich alles, also da findest du keine Einstiege nach Long. Das heißt, er sucht jeden Tag das durch und manchmal gibt es eben den Fall oder den gibt es auch relativ häufig, dass man vielleicht nicht an dem Tag direkt ein Signal handeln kann, weil es einfach in die falsche Richtung geht. Und deshalb habe ich diesen Schieber eingebaut, Days Back, dass ich sage, vielleicht gibt es ein Signal, was vor 2, 3 Tagen noch war und immer noch Gültigkeit hat. Und es gibt hier auch genau das, was du gesagt hast, hier Seitwärtsphasen. Strangle, Seitwärtsphase. Kann man hier auch reingehen und findet dann Werte. Dass man sagt, okay, wieso ist der jetzt spannend hier in der Seitwärtsphase zum Handeln und so. Oh, Intel. Die haben auch die Mütze gekriegt. Aber hier sieht man eben, der hängt seit November fast auf der gleichen Ebene. Und dann, ich nenne das immer gerne meine Scheunentor-Trades. Das heißt, da habe ich ganz breite Scheunentore und warte nur, dass der Zeitwert rausgeht. Genau, und was für mich eben wichtig ist, früh ist es dann einmal zu schauen, in welche Richtung gehen so die Hauptindizes. Das kriege ich ja im Marktmodell auch gesagt. Das heißt, dass ich einfach nur reinschaue, Marktmodell, Indizes, wo stehen die denn? Bin ich da eher long unterwegs, bin ich eher short unterwegs? Das sehe ich ja sofort. Und dann gehe ich eben hier in die Sektoren rein und kann das vergleichen. Und da sehe ich sofort hier nach Performance, also je höher der Wert, desto besser performt er gegenüber dem höheren Ding. Das heißt, besser als der S&P 500 zum Beispiel. Communication performt besser. Das ist hier. Und dann ist natürlich einfach zu sagen, welche Strategie handle ich dann.
Genau. Okidoki, ja, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich sehe gerade von wegen die Zeit, die vergeht wie im Fluge. Ja, genau. Genau. Magst du so ein Bullpen-Spread einfach mal das aufsetzen, dass man sieht, wie das ungefähr geht? Ja, gerne. Dann Gebe übernimmst du ich dir immer mal kurz. den Bildschirm. Und von meiner Seite gibt es da keine Begrenzung bezüglich der Zeit. Also von meiner Seite kein Stress. Okay, mein Bildschirm übertragen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So, welchen Bildschirm seht ihr jetzt? Das ist jetzt die Frage. Der Ja, den hier. TWS. TWS, sehr gut. Hier ist unser Clubdepot und da gehen wir jetzt direkt mal wieder raus. Nämlich, ich gehe hier ins Paper Trading. So, Markus, dann sag mir mal, welchen Trade soll ich jetzt aufmachen? Welchen Cash Secured Put machen wir jetzt auf? Oder Cash Bull Put? Secured oder magst du einen Strangle machen? Ach, ein Strangle wäre nicht verkehrt. Quatsch, Quatsch, Ding war ich jetzt. Bull Put Spread machen wir doch. Bull Put Spread ist mir auch lieb, ja. STNG. Und die Option. Ui, du machst es. So, jetzt das Erste, was ich mir immer halt immer angucke, ist immer, ob die implizite Vola jetzt hoch oder niedrig ist. Das ist normalerweise auch ein Weg, den ich mache, weil man sagt, das ja, kann ja nicht oft genug sein, die Volatilität ist wirklich der heilige Gral des Optionshändlers, ja. Besonders wenn wir verkaufen. So, jetzt haben wir hier verschiedene Laufzeiten. Welche Laufzeiten schlägt denn dein Scanner vor? Der 17. März. Der 17. März, das ist eine monatliche. Ja, dann gehe ich jetzt hier auf Strategy Builder. Und jetzt suchen wir uns die jeweiligen Strike-Preise raus. Ja, das ist jetzt hier unten die Optionskette. Hier auf der Seite haben wir die Puts und hier haben wir Calls. Ja. Und jetzt, Markus, führe Den mich hier durch. 38er. Den 38er für den Verkauf. 38er für den Verkauf. Hier kann man es auch schön sehen an der dunkelblauen Farbe, welche Standardabweichung man hat. Und man ist jetzt hier eigentlich schon bei der ersten Standardabweichung. Ja. So, jetzt gehe ich hier auf Verkaufen. Ja. Und 30 im gekauften. Und 30 gekauften Input. So, das ist jetzt immer die Frage, was bedeutet das jetzt? Wir haben jetzt hier 38 und 30, also 38 ist die verkaufte Option, 30 die gekaufte Option. Es ist ein Spread. Der Charme des Spreads ist, dass man ab 30 bis 0 abgesichert ist, weil durch den Kauf dieser Put-Option erwirbt man das Recht, das Underlying, also die Aktie, zu $30 zu verkaufen. Hier mit den 38, mit der verkauften Put-Option haben wir eine Pflicht. Das heißt, wenn wir in die Pflicht kommen, das heißt, der Kurs geht jetzt in die 38, dann ist das im Geld und das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich die Aktie zu 38 ins Depot aufnehmen und zwar 100 Aktien, weil die US-Option eine Kontraktgröße, das kann man hier auch sehen, von 100 hat. Das Risiko ist jetzt aber, wie eben gesagt, durch die gekaufte Put-Option begrenzt. Das heißt, hier wäre zwischen 38 und 30 das Maximale. Das wären jetzt 38 minus 30 sind 8 mal 100. Wegen der 100 Aktien sind wir bei $800 abzüglich der Prämie, die wir verdienen. Das wären jetzt hier in dem Fall 68 Dollar, also 68 Cent mal 100, dann sind wir ungefähr bei $732, die wir maximal verlieren könnten, wenn es jetzt doch gegen uns laufen würde. Ja. Und hier sehen wir aber auch, da ist ein Spread, ja, das kann man hier auch schon sehen zwischen Geld und Briefkurs, der ist jetzt nicht riesig, aber der ist schon größer. Und das, was ich halt immer gerne mache, ist, ich gehe immer, und das ist ganz, ganz wichtig, immer teuer verkaufen, günstig kaufen. Ja, das gilt im ganzen Leben. Ja, und das gilt hier beim Optionshandel natürlich genauso. Und dann gehe ich hier einfach drauf. Und dann sehe ich hier auch schon ganz wichtig, das ist die Margin. Ja, hier der Broker, der will ja auch eine gewisse Sicherheit haben. Die müssen wir hinterlegen. Und ich rechne auch immer gerne Return on Margin. Das heißt, was bekomme ich? Ja, das ist, was ich hier bekomme. Abzüglich der Provision und das rechne ich dann gegen die Margin. Ja, und jetzt öffne ich jetzt einfach mal, das übermittle ich
die hier überschreiben, übermitteln. Und jetzt liegt der Trade sozusagen im Markt. Jetzt muss er eigentlich nur gefüllt werden. Jetzt müssten wir ein bisschen warten. Wir würden jetzt wahrscheinlich auch stepweise nach unten gehen. Ich nehme jetzt einfach mal der Zeit wegen einen anderen Kurs. Das ist vielleicht jetzt. Jetzt habe ich zum schlechtesten Preis, bitte nicht nachahmen, ja. Das ist jetzt deshalb gemacht, damit wir jetzt auch sehen, was passiert ist. Hier ist jetzt auch aufgelistet, zu was für Kursen wir hier gekauft haben. Ja. Das hier sehen wir, $55 Profit wäre es hier, $85 haben wir bekommen für die verkaufte Put-Option und 30 haben wir gezahlt für unsere Absicherung, für die gekaufte Put-Option. Ja, hier oben, das ist der Short-Put, hier unten, das ist der Long-Put und zusammen nennt sich das auch Bull-Put-Spread. Ne, den haben wir jetzt hier im Markt. Der ist jetzt hier offen. Ja, also der ist jetzt hier im Portfolio, ist er drin. Ja, man sieht, ich habe hier auch schon auf Apple mal einen gemacht und dann habe ich eine Long-Call verkauft auf dem WIX. Also hier sieht man, dass das ist. Das Erste, was ich dann halt auch immer mache, ich will vielleicht ja auch schon früher aus diesem Trade rausgehen. Hier haben wir jetzt natürlich nicht sehr viel Prämie generiert. Ich weiß nicht, wie du das machst, Markus. Lässt du deine Option gerne verfallen oder wie gehst du vor? Nee, gar nicht. Also ich mache eigentlich fast immer gleich im Ein. Direkt nachdem ich die im Depot habe, gehe ich auf Schließen und sage dann zum Beispiel 60% Verfall. Gebe ich rein. Ja. Okay, da sind ja die ein oder anderen, die das doch verfallen lassen wollen, am Ende hoffentlich mehr Profit gemacht zu haben, also 100% der Prämie und B, ne, da sind ja auch Gebühren, die man natürlich für die Schließung auch zu zahlen hat, zu sparen, aber man darf natürlich nicht vergessen, je länger ein Trade im Markt ist, je länger hält man auch am Risiko. Ja. Das ist natürlich nicht zu vergessen und für all jene, die sich schon ein bisschen mehr mit Optionen auseinandergesetzt haben und mit den Sensitivitätskennzahlen mit den Griechen, ja, die Gamma-Woche, die letzte Woche, ja, also da kann es nochmal ordentlich heiß werden, ja, und das ist auch das, was ich jetzt hier mache, was der Markus gerade gesagt hat. Wir gehen hier auf Schließen, ja, und ich mache es jetzt einfach mal, dass ich sage, ich gehe bei 50% raus und das wären jetzt hier die $55. Die Hälfte von 55 sind jetzt von mir aus 28. Dann gehe ich hier drauf, gehe auf gute Cancel. Ja, also nicht Day, wäre nur für heute gültig. Ja, das ist jetzt eine Limit Order. Immer wichtig, ne, die Limit Order ist die Order, die der Optionshändler mag. Bei der Market Order, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, Markus. Market Order, also so eine normale Stop Market Order, ist nicht gerade Best Choice, ja. Nee, gerade bei Optionen nicht, wenn es das kann sehr teuer werden und das macht, genau. Ja, genau. Ne, bei vielen Titeln ist es einfach so, dass ich dann auch sage, ich habe einen mentalen Stop. Ja, wer aktiv tradet, sollte auch dementsprechend öfter bei sich ins Depot reinschauen. Bei manchen Werten, und da gehört jetzt auch der Index oder die Indizes zu, da arbeite ich schon mit Stop-Ordern jetzt für den Verkauf, also für die Verlustseite, ja, für die Lossseite. Aber ansonsten bin ich eher auch der Freund, wenn man die Möglichkeit hat, reinzuschauen, von diesen mentalen Stops. Kommt immer darauf an, mit was für einer Strategie man geht. Wenn man natürlich nah am Geld ist, nah am Geld heißt ja, ich bin mit meinem Ausübungspreis näher am Aktienkurs, dann ist es natürlich was anderes, weil dann man häufig gar nicht die Chance hat, früh oder schnell zu reagieren. Ja, genau. Thorsten, ich habe gleich da eine kurze Frage zu. Hast du eine Mindestprämie, die du so bei solchen Spreads erhalten möchtest im Verhältnis zu der Spreadweite? Ja, also erstens, bei mir gibt es diese Ein-Dollar-Regel. Das heißt, ich möchte mindestens $1 pro Tag verdienen. Ja, sprich, wenn ich jetzt 30 Tage ein Spread aufsetze, dann muss er mindestens $30 bringen. Ja, sonst mache ich es nicht. Weil dafür ist mir das Risiko zu groß. Dann bei den Spreads. Ja, wir haben es ja gerade gesehen. Ich habe es ja gesagt, wir kriegen eine gewisse Prämie
für die Spreads und wir müssen eine Margin, also ein Pfand hinterlegen. Da ist es mir am liebsten, wenn es möglich ist, dass es 1:3, 1:4 ist. Das heißt, dass ich von der Margin nur oder ein Viertel der Margin erhalte ich als Prämie. Ja, das wäre etwas, was mir halt gut gefällt. Deshalb bin ich auch häufig im Future Optionen auf Rohstoffe, weil da sind häufig verdammt gute Margin bei. Also gute in dem Sinne, relativ geringe für die Prämie, die man erzielt. Ja. Genau. Und da muss man muss es aber auch so sehen, Markus, da muss ich auch jetzt noch mal die kleinen Prämien hier verteidigen. Ja, wir sehen jetzt hier 55 Dollar, da sagen halt jetzt auch viele, oh, 55 Dollar. Und da sind ja noch ein paar Tage hin bis zum 17. März. Das ist ja nicht das Einzige, was man macht. Ja, man macht immer ein bisschen mehr. Ja. Man kann ja nicht nur einen aufsetzen, man kann ja zwei oder drei aufsetzen und man setzt ja auch an verschiedenen Tagen auf, um auch das Timing ein bisschen zu diversifizieren. Ja, das ist, was ich immer sage, es sind zwar verhältnismäßig kleine Brötchen, aber am Ende zählt, was man auf dem Konto hat und das kann man mit dem Optionshandel wirklich gut schaffen. Genau, und andermal machen wir dann vielleicht auch noch mal einen Strangle oder sowas. Gell? Genau, wir können, weil da, das ist halt auch etwas, was wir natürlich auch besprechen können. Was wir natürlich jetzt hier gegeben haben, ist ein guter Start. Ja, ein guter Start heißt, wir haben jetzt basiert auf einem vom Experten geprüften, getesteten, gehandelten Algorithmus. Ja, das ist ja schon mal viel wert, aber es geht ja auch noch weiter. Das heißt, was macht man, wenn der Trade gegen einen läuft? Ja, wie reagiert man, wenn ich jetzt einen Short Strangle habe, wo ich ja eine Option, eine Put-Option und eine Call-Option verkaufe und jetzt entwickelt sich beispielsweise das Underlying zu sehr nach oben, dann ist natürlich die verkaufte Call-Option schnell im Minus. Was mache ich dann? Gehe ich dann komplett raus und rolle? Schließe ich nur eine und rolle die andere? Ja, also das sind natürlich alles Fragen, die auch schlussendlich zu dem Erfolg gehören, dass man weiß, wie man umgeht, nachdem man den Trade aufgesetzt hat. Ja. Absolut. Das ist, da ist ja wahrscheinlich jeder einig, weil so ein Trade aufsetzen, das geht relativ zügig. Und die Frage stellt sich natürlich nachher, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, wie gehe ich denn dann damit um? Ja? Ganz genau, das ist aber auch mit das Wichtigste überhaupt, dass man dann weiß, was für Strategien hat man. Ja, aber das ist ja auch, und das vergleiche ich immer mit dem Autofahren, ja. Wenn du im Auto losfährst und merkst, super, Gas funktioniert, du kannst auf der Autobahn Gas geben, ja. Und erst während des Fahrens, wenn du merkst, du musst jetzt langsam mal bremsen, dass die Bremse nicht funktioniert, dann ist es meistens zu spät, ja. Dann musst du natürlich schon vorher darauf achten, ja, auf gut Deutsch, ein richtiges Risikomanagement, ja, schafft auf jeden Fall Klarheit, dass die Bremse funktioniert, ja, und natürlich auch, wie man mit anderen Problemen umgeht, ja. Jetzt haben wir diese Woche eine sehr interessante Woche. Meine Empfehlung ist jetzt vor Mittwoch, das ist ja jetzt schon übermorgen, also morgen würde ich jetzt nicht zwingend irgendwelche Trades aufsetzen, die in Anführungszeichen langweilig sein sollen, ja? Weil wir nicht wissen, was am Mittwochabend eventuell da ausgelöst wird. Eine Sache hatten wir noch, die vielleicht noch interessant ist für die Leute. Wir haben hier nochmal Angebote, gell? Ja. Teilst du nochmal deinen Bildschirm dann, Markus? Ja, darf ich das nochmal? Ja. Komm jetzt gar nicht ran, oder? Jetzt hier nochmal, ja, voll. So, jetzt. Genau, wir haben hier nochmal Angebote, weil auch gefragt wurde vom Andreas, ja, was kann man das hier testen, 14 Tage testen? Ja, genau. Beim
Trade Scanner einfach registrieren. Ich schalte dann normalerweise die Leute innerhalb von einem Tag frei, meistens wesentlich schneller. Man kann auch direkt was buchen und da hat man auch immer noch 14 Tage Rückgaberecht. Und da gibt es dann, wenn man auf der Shop-Seite ist und dann weitergeht, zum Beispiel in Option Scanner Advanced oder in Basic rein, dann 10% Rabatt live, also wirklich langfristig auf die Gebühren. Ich dann immer recht fair. Genau, und du hast hier nochmal zwei Monate für den Club. Ja, genau, ich habe ja auch, wird ja auch da oben angezeigt, eine Landingpage hier auf FX Labs. Da bekommt man zwei Monate on top. Ja, das sind dann sozusagen 170 Euro, die man da on top bekommt, wenn man hier von FXLit aus ein Konto eröffnet. Und was ich sagen möchte, ist, also die zwei Monate, diese 170 Euro, wenn ich die jetzt in Trades runterrechne, also wie viel Gebühren ich damit spare, dann sind das sozusagen ein Jahr lang, jede Woche ein Trade, kann man sozusagen dann kostenlos machen, wenn man sich das Angebot mit FXLit und Options for Winners dann macht. Ja. Genau, also lohnt sich auf jeden Fall das zu machen. Ja, also. Ja und genau, und ja, hier bei uns im Club, da gucken wir uns auch mal deinen Scanner an. Ja. Den werde ich dann natürlich auch mal hier, ne, wie sagt man so schön, mal hier testen. Ne? Ja, ich hatte die Diskussion gehabt mit einem, der hat gesagt, hier zwischen August und September, also in der Marktphase, das seht ihr alle hier, oder? Wo es hier runtergelaufen ist, oder? Seht ihr meinen Agena Trader? Ja, ja, wir sehen den. Genau, in der Phase, also wo alles nur einen Berg runterging, wurden 239 Trades gemacht, nur in Cash Secured Puts. Und davon, 260 waren es und 39 von 260 hatten nicht funktioniert. Das heißt, es war auch in der Phase, wo wirklich jeder sagte, da geht auch gar nichts zu holen, waren die Trefferquote 85%. Und wenn das jetzt so normal läuft, ist es wesentlich höher. Also ich bin gespannt, was ihr rauskriegt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich weiß, was das Tool bringt und ich denke, das bringt auch für jeden wirklich einen Mehrwert. Okidoki. Super. Dann, ich glaube, dann haben wir es geschafft für die erste Session hier in der Webinarreihe. Hat mich super gefreut und fand sich interessant und danke auch an alle, die heute live dabei waren. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich. Die Angebote kann man hier noch sehen und auch entsprechend kombinieren. Und ich bedanke mich bei euch beiden. Hat Spaß gemacht und natürlich danke an alle Teilnehmer. Wünsche für die Woche eine erfolgreiche Woche. Wird höchstwahrscheinlich turbulent. Viele Wirtschaftsdaten kommen diese Woche. 3 Zentralbanken. Also eigentlich gute Basis für Volatilität. Ja. Und deswegen aber auch, passen Sie schön auf Ihre Position auf. Das ist wichtig. Und ich freue mich auf den nächsten Termin. Sie sind ja schon sowieso angemeldet für den nächsten. Das wird, glaube ich, am 14.02. sein. Und ich wünsche einen schönen Abend und übergebe dann nochmal das Schlusswort an Markus und Thorsten. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich dann auch von Ihnen persönlich zu hören. Ja, ich hab auch zu danken und Markus, ich sagte, ich habe jetzt 14 Tage Zeit, das Tool zu testen. Das heißt, nächstes Mal, wenn wir uns zusammensetzen, ja, dann werde ich auch meine Erfahrungen mal kundtun. Sehr gerne. Ja. Ich will ja immer, dass es besser wird. Gell? Und je mehr da drauf schauen, desto besser wird es ja. Okay, super. Danke, mach's gut. Danke, tschüss.